Hallöchen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Drowny und heute kommt das Video, wie lange versprochen, bezüglich meiner Add-ons und ein bisschen was meine UI betrifft. Hat jetzt ziemlich lange gedauert, tut mir leid, aber wie gesagt, ist im Moment zeitlich sehr knapp bei mir. Aber jetzt habe ich endlich mal Zeit genommen und gesagt, komm, jetzt machst du das mal. Ja, gut, mache ich es einfach mal ganz einfach. Ich habe bei mir die UI-Skalierung, die ist hier unten. Ja, die ist auf dem niedrigsten Punkt. Ne? Das ist ganz hoch, das heißt, man hat riesige Symbole. Und die ist standardmäßig irgendwo hier in dem Bereich. Und ich habe sie ganz niedrig gesetzt, damit halt die Symbole klein sind, damit der Platz da ist. Mit dem Add-on Move Anything, ja, habe ich die Möglichkeit gehabt, hier das entsprechend zu justieren. Also zum Beispiel den hier konnte ich dann justieren oder, na, das geht jetzt hier glaube ich nicht. Ah, ne, das geht jetzt hier nicht. Ziel ist Ziel, also das habe ich darüber eingestellt. Das muss ich selber gerade mal gucken. Oh, ist schon eine Weile her. Toggle All Moves, ne. Only Show Modified, genau. Custom Frames, ne, das war es nicht. Genau, Target of Target, das ist zum Beispiel hier, das ist normalerweise, also das hier. Dieses Frame, das ist normalerweise ganz links oben, das kann man ganz normal verschieben, Rechtsklick, Fenster verschieben, Zauberbalken unten und so weiter, das ist ganz normal von der Blizzard UI. Das ist natürlich Ziel, das kann man, das habe ich damit dann verschoben, das wäre normal hier oben, oder könnte man das auch verschieben? Ah ne, siehst du, konnte man auch verschieben. So, und ich habe das Ziel des Ziels dann noch hier neben dran geschoben, das ging vielleicht sogar auch, ich weiß es gar nicht. Ich habe es halt damit verschoben gehabt, ich hatte irgendwann rausgefunden, dass ich die Sachen hier so verschieben kann. Ich habe es mit Move Anything gemacht. Warum? Ist ganz einfach, weil man kann hier noch diverse andere Dinge einstellen. Ich habe jetzt zum Beispiel das Fokus-Target, das kann man ja auch verschieben. Das ist hier zum Beispiel. Eine Casting-Bar, den ganzen Krempel konnte man halt damit schön verstellen. Hatte ich auch genau einen Tool-Tip, den habe ich mir hier in die Mitte geschoben. Der ist normalerweise hier rechts unten, aber ihr seht ja, hier habe ich die Minimap, die kleine. Ich habe hier mein Recount laufen. Hatte hier noch was. Stance hat, ja, das, okay, gut, die hatte ich auch mal verschoben, die hatte ich ganz früh in der Mitte, deswegen ist das hier noch irgendwie drin. Ne, die habe ich eigentlich nicht verschoben, warum aber die hier drin sind. Also hierüber kann man jeden möglichen Scheiß verstellen. Das sind die zwei, eigentlich was das UI betrifft. Ja, das nächste ist eigentlich dann Battleground Targets. Das ist das hier, das ist die, oh, so rüber, das ist die Anzeige, die im BG dann immer herrscht. Hier ist eigentlich, das ist eigentlich selbsterklärend, das ist standardmäßig halt schon ganz richtig eingestellt. Das ist hier natürlich entsprechend, ich habe hier Spezialisierung, Klassensymbol habe ich nicht, denn man hat die Farben hier, ne? Paladin, Monk, Priester und so weiter, da brauche ich das Klassensymbol zum Beispiel nicht, aber hier die Rolle, also ob das ein Tank ist, Heiler, DD, PvP-Trink, Schmuckstück, das ist hier außen dann, ob es genutzt wurde, und so Geschichten, da kann man so ordentlich was einstellen. Betrifft 10er, 10er, 15er und die 40er, da habe ich aber nichts eingestellt, weil ich mache keine 40er. Wenn ich 40er mache, dann habe ich sowieso eine andere Einstellung und brauche das eigentlich nicht. Es gab aber hier in den Optionen noch was ganz wichtig. Hier, kyrillisch auf Latin, Transliteration, also das heißt, man kriegt hier rechts, kriegt man dann die kyrillischen Schriftzeichen angezeigt. Ist sehr praktisch, weil ansonsten waren es, glaube ich, immer nur Fragezeichen. Nee, Quatsch, halt. Nee, man kriegt hier die übersetzten Namen angezeigt. So war es richtig, genau. Vorher hat man, glaube ich, nur die kyrillischen Zeichen gehabt und keine Ahnung gehabt, was da steht. Oh, Entschuldigung. Ja, das war's dazu. Genau, das nächste ist Nameplate Cooldowns. Das, gut, geht jetzt hier in dem Testmodus. Das heißt, man sieht hier über den Gegner, was für CDs der schon benutzt hat und die Anzeige. Ihr seht so hier, es zählt halt schon runter. Das kann man hier entsprechend noch anpassen. 26 hatte ich. Man kann hier natürlich auch Profile machen. Hier die einzelnen. Genau, ein- und ausschalten mit einfachem Draufklicken auf das Symbol. Graut dann aus. Da habe ich, glaube ich, so kaum fast gar nichts gemacht. Meines Wissens genau gleich. Weil das eigentlich schon von Haus aus ganz für meine Verhältnisse ganz ordentlich eingestellt war. Ja, dann kommt es jetzt auch direkt schon zum Wichtigsten. Weak Hours. Viele haben ja gesagt, das sieht bei mir sehr aufgeräumt aus. Freut mich natürlich, danke. Ja, ist auch bewusst natürlich. Also man sieht hier ganz klar, ich habe hier etliche Sachen am Laufen. Natürlich ist wirklich alles aktiv, so eigentlich nicht. Das kann man ja gerade erläutern. Hier habe ich sogar noch, ich habe noch die ein oder anderen Überbleibsel irgendwo drin. Ja, hier, das sind die Trinkets, also die man benutzt. Das eine ist zum Beispiel für, na,
Das eine ist mit Stärke, das andere ist mit Meisterschaft, das ist die zornige Vergeltung, das ist die Glyphe, wie heißt sie? Für Wort der Herrlichkeit und so weiter. Proc Trinket, der Zweier-Set Boni. Diese vier hier sind Empowered Seals, das ist die Waffenverzauberung, das ist der Vierer-Set Boni. Heilige Flamme, Glyphe des Templers, Heiliger Schild, Selfless Healer Stacks und die Glyphe fürs Richturteil. Doppelbestrafung heißt sie, glaube ich. Das geht, also das sind alles nur so Symbole. Dann habe ich mir hier noch zwei Zähler anzeigen lassen. Hier oben ist für göttliche Bestimmung und hier an der Seite ist für den göttlichen Sturm, weil es ist halt blöd, wenn man ständig hier oben hingucken muss und da ich sowieso immer hier alles habe, natürlich hier. Diesen Holy Power Counter, den habe ich aus dem Forum. Ich habe leider vergessen, wer das war. Da hatte ich mich aber bedankt. Da geht es um die Glyphe gesegnetes Leben. Das ist also ich wollte einfach wissen, inwiefern, wie viel Procs bekomme ich denn so in einem Viertelstunden-BG. Naja, wir reden nicht davon. Es war wirklich lächerlich. Ich habe, glaube ich, alle 2 Minuten einen Proc oder so gefühlt gehabt. Das oder alle 90 Sekunden und das ist lächerlich. Das bringt überhaupt nichts. Also man kann hier verdammt viel machen. Ihr seht es auch hier. Ich ziehe das mal in die Mitte. Ihr seht ja hier, ich habe hier einige Sachen drin. Und zwar, das sind halt viele, die Waffenverzauberung habe ich zum Beispiel, so die wichtigen drin. Die sind alle hier auf einem Fleck. Ja. Also man kann hier sehr viel machen. Ich zeige aber jetzt nicht, wie genau das geht, weil dafür gibt es halt Guides. Also da gibt es Videos dazu, wie man das alles macht und so weiter. Ich habe mir da keine Guides zu angucken. Ich habe einfach probiert und diese Sachen einzustellen, das ist eigentlich nicht schwer. Ja, mein Gott, ich kann es ja mal kurz machen. Wir machen jetzt ein neues. Neu. Was machen wir? Was habe ich im WoW-Symbol? Klar, man gibt dann halt eine Abklingzeit oder nicht. Man sollte, ne, was war das noch immer? Auslöser, genau. Dann kommt hier nochmal der Name rein. Woge des Sieges gibt's da, glaube ich. Genau, da hat er es auch schon gefunden. Hat das eine Abklingzeit? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ah, und dann gibt man halt hier unten ein, das ist ein Buff für einen selbst. In meinem Fall ja. Es Buff oder Debuff, geht's auf mich selber, geht's auf andere, bleibt halt auf mir. Wenn das eine Dauer hat, dann gibt man hier halt ein, es ist, das Ding hält 20 Sekunden, das heißt, kleiner gleich 20, zum Beispiel, hat das Stacks, nein, hat es nicht, nur eigene, also auch von mir selber, das braucht man eigentlich auch nicht, und dann geht man eigentlich schon hin. War das hier? Lass mich gucken. Ne, das war es eigentlich so ziemlich schon. Da muss man halt mal probieren, Namen benennen und dann ist es größtenteils fertig. Also es ist an sich nicht schwer. Ich muss jetzt selber probieren, weil ich weiß es nicht mehr. Ne, das Ding kann ich löschen. Kann das nochmal löschen. Ist einfach eine Weile her. Ich kann ja hier mal Spaß selber gucken. Hier habe ich so Abklingzeit drin. Das habe ich nie genug. Glyphe Doppelbestrafung, Aura Buff. Verbleibende Zeit, kleiner als 10 Sekunden. Animation, Standard, Aktion, alles Standard, Laden, Standard, ist nichts so nö, also das war's auch schon. Ich habe hier nur so ein paar Sachen eingetragen, bei der Anzeige halt hier unten die Größe, das Symbol, ihr seht, das ist alles dann hier und das war's. Und gesamt betrachtet, so sieht das dann im Gesamten aus, also nur die Symbole, das ist wie gesagt nicht wirklich schwer. Wenn es da wirklich mal Probleme geben sollte, was ja passieren kann, schaut einfach auf YouTube Weak Auras Tutorial oder so und dann kriegt ihr das eigentlich gezeigt, aber es ist eigentlich selbst erklärend. Also ich sag mal so, ich hab auch so hinbekommen und ich bin einer, der hat eigentlich schon manchmal Probleme damit. Also vor allem, wenn ich dann da reingucke und ich habe alle 3 Millionen Parameter gefühlt. Ja. So. Das letzte und vielleicht auch für viele irgendwie interessanteste ist PvP-Sound. Und zwar, ja, Double Kill, Multikill, Ultra Kill, Payback und diese Geschichten. Jeder, der Unreal Tournament gespielt hat, kennt diese Sounds. Und ja, das ist auch hier der Fall. Sprache kann man einstellen, natürlich. Klassisch lässt man es in Englisch. Unreal Tournament, das gibt hier natürlich noch andere, aber Unreal Tournament ist einfach am bekanntesten. Man gibt hier eigentlich nur ein, noch in welchem. Auf welchem Soundkanal das abläuft, also
zum Beispiel Master Sound oder Music. Und je nachdem, was man einen ausgeschaltet hat, kann man ja die Lautstärke ändern. Und zwar, das ist hier dann hier der Fall bei Sound. Also es sind hier diese gemeint, was man halt dann einträgt. Und entsprechend ist dann hier, ich glaube, ich habe das auf Umgebung. Deswegen habe ich weiß es gar nicht, ich muss gucken. Ne, was hatte ich? Ach, ich habe gerade hingeguckt. PvP Sound. Ambience, ja, das ist Umgebung. Ich weiß gar nicht, was ich. Azure-Quelle, ja, hier habe ich gleich. Nö, nix, also das war's eigentlich schon. Hier Enable Kill Sounds, Multi-Kill Sounds und das war's. Mehr ist das nicht. Das ist total einfach, Set-On. Das wird kurz eingestellt und ja, dann kann die Party losgehen. Ja, das war's auch so eigentlich im Großen und Ganzen. Oder habe ich noch irgendwas? Nö, also Makros mache ich jetzt nicht, weil, also wurde ich jetzt nicht so gefragt und da ist auch jetzt so nichts Spezielles. Ich habe halt Mouse-Over-Makros, ich habe Makros speziell für Leute, aber das ist eigentlich nichts Besonderes, das ist nichts Unbekanntes. Also da, wie gesagt, wenn ihr da Guides wollt, einfach mal wirklich auf YouTube gucken, weil ich meine, ich muss selbst gucken, ich kann vieles nicht, ich hab's persönlich mit Makros nicht so und die Makros, die ich halt habe, die habe ich mir von meinen Leuten, von meinen Bekannten, also von bekannten Leuten geben lassen, beziehungsweise habe halt selber Google benutzt, das Forum durchforstet oder bin auf YouTube gewesen und habe dann halt die Sachen rausgesucht. Aber die meisten Sachen habe ich auch von Bekannten oder von meinen Mates und von daher, es war auch nichts Besonderes. Ich meine, gut, ich kann es ja mal hier reingehen. Das sieht jetzt hier viel aus, aber das täuscht. Das ist manches, das ist alt, das habe ich einfach nicht rausgeschmissen. Wenn ich so Sachen hier habe, wie Cancel Aura Gotteschild hat des Schutzes, das ist jetzt nichts Besonderes. Hier ist ein Mouse Over. Das ist jetzt auch nichts super Tolles. Das kann man sich ganz blitzschnell raussuchen. Hier, gut, das ist jetzt die Hand des Schutzes auf einzelne Mitspieler. Das schreibt man einmal rein, kopiert das und dann tut man nur nach dem Ad-Zeichen den Namen austauschen und so Geschichten. Das ist eigentlich nichts Besonderes. Ja. Das ist also wirklich nichts. Genauso mit den Siegeln für Empowered Seals. Ich habe die Siegel einzeln hier alle liegen und habe die mit Tasten belegt. Also da habe ich kein Makro, nicht mal ein Makro für. Ich wüsste doch gar nicht, was man da nehmen soll. Ich glaube Cast Sequence oder irgendwas, keine Ahnung. Also da braucht er mich nicht fragen, das weiß ich nicht. Ich habe es wie gesagt hier einzeln und wähle dann über die Maus an. Also nicht klicken, sondern über die Tasten an der Maus und wähle dann logischerweise das aus, was ich möchte. Vom Prinzip war es das eigentlich so, wenn natürlich spezifische Fragen sein sollten oder Wünsche, dann ist ab damit in die Kommentare, ne? Kriegt ihr Antwort und je nachdem, was das ist oder was ihr da wissen wollt und so weiter, kann ich ja notfalls eventuell nochmal ein spezialisiertes Video machen. In diesem Sinne sage ich wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn was sein sollte, wie gesagt, Fragen und so weiter, ab in die Kommentare damit oder auch auf Twitter, wenn es sein muss, beziehungsweise. Ist mir eigentlich egal, Hauptsache ihr fragt, wenn ihr was wissen wollt und schweigt nicht und motzt rum. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao.